Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophy-Tipp in Call of Duty Ghosts am Tiefkühler. Versenken Sie 8 Fahrzeuge in Eislöchern. Da ist natürlich ganz klar am Ende der Mission hier mit diesem Granatwerfer oder Raketenwerfer oder was das Ding da darstellen soll. Ich denke mal, ja, Granatwerfer. Löcher vor die Fahrzeuge in das Eis schießen, damit die in den Eislöchern dann schlussendlich drin versinken. Also in dem Fall am besten einfach ein bisschen vorhalten vor die Fahrzeuge, damit die natürlich dann eher in das Eisloch reinfahren, anstatt die Fahrzeuge direkt zu zerschießen. Und dann spätestens am zweiten Kontrollpunkt oder allerspätestens dieser hier, der dritte, bei der Brücke solltet ihr eigentlich die Trophäe schon bereits haben. Wenn nicht, seht ihr ja gerade selber schon, es kommen immer noch nach wie vor Fahrzeuge, also habt ihr dann auch immer noch die Möglichkeit, hier irgendwas freizuschalten. Und wenn nicht, ladet einfach nochmal am besten den Kontrollpunkt neu. Andernfalls müsst ihr natürlich die Mission nochmal komplett neu starten. Ne? Ja, dann sage ich mal, viel Glück da dabei. Ich wünsche euch was. Na, haut rein, Servus und ciao. Vielen Dank fürs Anschauen meines Trophy-Tipps. Bitte hinterlasst doch einen Like, teilt das Video und abonniert mich. Dankeschön.